So, hey Leute, und damit auch willkommen zu einer neuen Folge Paint It How Red. Ja, dem berühmten Schlägerei-Simulator, den sich wieder viele gewünscht haben. Für mein Askalter, jetzt mach doch mal wieder den Schlägerei-Simulator. Ich dachte mir, heute ist ja Valentinstag, Leute. Und ihr wisst ja, am Valentinstag, da wollen wir doch mal richtig schön die Tanz vielleicht hier ein bisschen aufmischen. Und ihr wisst ja, ich bin so ein richtig guter Dancer, ne? Boah, ne, also ich muss sagen, das kann ich nicht, so gut wie der hier tanzen kann. Aber, ich würde sagen, wir suchen uns jetzt so eine Chica. Ja, das sind aber alles Männer irgendwie, ne? Leute, irgendwas stimmt hier nicht. Ich glaube, ich bin in einer Schwulen-Disco gelandet. Naja, also ich meine, das macht auch Spaß, aber eigentlich wollte ich mir eine Chica suchen. Leute, was ist denn hier los? Hey, sag mal, wo sind die Chicas? Nee, Leute, ich möchte das jetzt wissen. Es ist Valentinstag und hier ist keine Chica. Ey, hast du die Chicas gesehen? Leute, irgendwas stimmt hier nicht. Bist du auf Klo? Oh, Leute, es gibt sogar nur eine Männertoilette. Aha, jetzt verstehe ich das erst, Leute. Das habe ich vorher nicht gewusst. Naja, das sieht man eigentlich schon, wenn man den da anguckt, ne? Aber, ey, Rauchen ist nicht gut für die Gesundheit, Bro. Dann müssen wir uns halt, ich weiß gar nicht, am Valentinstag müssen wir uns halt einen süßen Boy schnappen. Ja, wen schnappen wir uns da? Den Baseballschläger. Nein, natürlich nicht für dich, mein Freund. Wir suchen uns schon mal so einen süßen Kamerad raus. Wie wär's mit, ja, Leute, mit diesem Bonzen hier? Geh doch auch mal auf die Tanzfläche. Komm mit. Mit mir zusammen vielleicht. Oh, oder auch nicht. Okay, das ist für euch. Ich nehme den Bossstab. Boah, Leute, schaut euch diesen Stab an. Mit dem Dollarzeichen. Der zeigt euch einfach, wir haben die Macht. Nimm dies. Und das. Und der andere, der hat sich... Oh nein, hast gerade geheult. Das wollte ich nicht. Tut mir leid. Was ist denn mit dir? Oh, oh, Leute, er will seinen Stab zurück. Okay. Alles klar. Ich wollte eigentlich nur mit dir tanzen. Komm her. Wir können alle gemütlich tanzen. Das ist kein Problem. Hey. Nicht traurig sein, okay? Das kann man alles regeln. Aua, aua, Leute. Der Stab ist zu mächtig, ne? Und eigentlich müsste der zerbrechen. Also eigentlich, der zerbricht immer nach einer Weile. Aber irgendwie, diesmal, alles wunderbar. Hey, hör auf. Wo ist denn jetzt unser Auserwählter? Der müsste doch hier auch noch irgendwo rumstehen, oder? Den haben wir doch... Wow, da ist er. Wenn man vom Teufel spricht, Leute. Der hat nur noch eine Hand. Der ist so wie bei Star Wars der eine, der seine Hand verloren hat. Oh, sag schnell, Leute, es war nicht Luke. Doch, es war Luke, oder? Der seine Hand verloren hat. Ja, Leute, es war Luke. Oh, er ist weg. Der Stab ist weg, Leute. Was soll ich tun? Okay, wir haben noch das hier. Ein Tablett. Und unsere Füße, Leute. Ihr wisst ja, ich bin ein begnadeter Taekwondo-Meister. Ich kann ja alle wegklatschen. Wir müssen aufpassen, Leute. Ich habe bisher noch kein Leben verloren. Ah, nimm dies. Nein! Ja, Leute, man sollte nicht prahlen, ne? Weil dann passiert das nämlich. Ja, komm. Faustkampf war ich immer gut. Ah! Okay, und schnell abhauen, Leute. Abhauen ist das Beste, was man machen kann. Und schnell abhauen, bevor die Leute hier sowas finden. Ne? Wenn man ein Messer findet... Oh! So, Leute, wo haben wir das jetzt hingeschmissen? Das sollten wir... Nein, der hat das nicht aufgehoben, oder? Oh, wir haben ein Problem, Leute. Ey, 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 ey! Okay, Leute, das Messer ist weg. Das war eine blöde Idee, das wegzuwerfen. Wir ver... Genau, hier ist noch Ninja-Sterne irgendwo. Und noch ein Messer! Oh! Oh! Und... Shockwave ready. Okay. Oh, weg mit euch, Leute. Geht hier doch mal weg. Ich will doch nur mein Messer haben. Küchenmesser und dann geht's weiter. Eigentlich müsste ich nochmal ein richtig schönes Steak, weil ich habe wieder Hunger. Aber die haben hier gar keinen Steak. Ne? Die haben auch hier eine Bar. Es gibt keine Getränke, kein Essen. Was ist denn das für eine Disco, Leute? Ne? Dass es kein Essen gibt, ist ja noch verständlich. Aber wenigstens so ein paar Getränke, Leute. Nein, ich verstehe auch nicht, warum die ein Messer hier haben. Ne? In der Disco, Leute. Was ist denn das? Und das am Valentinstag hier, ne? Aber hier sind die Getränke anscheinend. Ja, wollen wir auch mal ein bisschen aufmischen hier. Und was ich euch nicht empfehlen würde, ist nach oben zu gehen, Leute. Weil oben ist der, ja, der Oberboss. Da müsst ihr aufpassen. Okay, mein Freund. Ja, auch du. Die Musik ändert sich irgendwie. Ich habe das Gefühl, das heißt nichts Gutes. Boah, was ist das Gefühl? Ich weiß, das heißt nichts Gutes. Boah, der hat eine geile Frisur, finde ich, oder? Ich finde, der hat echt eine geile Frisur. So eine Frisur wollte ich auch früher mal haben. Das geht mit meinen Haaren leider nicht. Also eine Frisur finde ich eigentlich schon cool. Wenn einer von euch so eine Frisur hat, schreibt es mal in die Kommentare. Weil ihr wollt immer so eine haben, ey. Wow, wow, wow. Was macht ihr denn hier? Ihr sollt euch doch vertragen und tanzen. Guck mal, der steht jetzt auch wieder auf, ne? Genau, jetzt auf einmal. Komm. Oh, ne, das... Ja, komm, ey, jetzt... Da ist er. Deine Frisur finde ich gut. Hä? Was machst du? Oh, der hat irgendwas aufgehoben, Leute. Das ist nicht gut. Jetzt müssen wir ihn gleich wieder wegnehmen. Was war das denn gerade? Dein Kamm aus deinem Haar. Ich weiß nicht warum, aber die Leute tragen einfach Haare in den Kämmen. Haare in den Kämmen, Leute. Ganz genau hier. Ne? Ich meine eigentlich Kämme in den Haaren. So, was haben wir? Ein Aschenbecher. Ja, ihr wisst ja, Leute. Besser als gar nichts. Das hat eben wehgetan.
Also eine Schlägerei natürlich nicht machen, nicht nachmachen, Leute. Ist gefährlich hier. So, ein Aschenbecher für dich. Und ich wollte eigentlich noch so einen Kamm haben. Nee, da die interessieren sich gar nicht mehr für mich irgendwie. Die denken sich so, yo, lass den Askalta mal alleine, forever alone gerade, ne? Schade eigentlich. Ich dachte eigentlich, wir können heute mit jemandem anstoßen, ein bisschen feiern. Aber die... Oh, da ist er! Hey! Ich glaube, der ist... Ja, der fühlt sich jetzt so ein bisschen angesprochen, dadurch, dass ich seine Frisur gelobt habe. Ja, ich meinte das jetzt nicht. Also, ihr könnt euch ruhig wegbleiben. Ich will jetzt nicht ungefähr... Ich will nicht, dass ihr mitkommt. Ja, bleibt einfach da, wo der Pfeffer wächst. Und ich bin fast tot, Leute. Oh mein Gott, ich darf nicht sterben. Das ist ganz wichtig. Ich darf nicht sterben, Leute. Oh, denn wenn ich sterbe, Leute, ist alles vorbei. Dann gibt es... Wow, nichts mehr zum Leben. Wir können auch den Leuten einfach den Kamm klauen. Ja, die ja, meine ich. Genau, und... Nein! Ich will doch einfach nur den Kamm haben. Ich will auch so einen Kamm in den Haaren. Nein, Leute, das wird eng, Leute. Hier, wo können wir hin? Wo können wir hin, wo wir nicht sterben? Hör auf, weg. Was war das? Ich hätte irgendwas Gefährliches gehabt wieder, ne? Ist immer so, Leute. Die haben... Oha, Leute, wir sind fast tot. Wir können... Ich weiß, man kann auch keine Leben regenerieren. Wow! Wow, der hat einfach mit Geld geworfen. Wo ist das Geld her? Leute, wir sind reich. Nichts wie weg hier. Wir sind reich. Schaut euch das an. Das sind mindestens, weiß ich nicht, 10.000 Euro, Dollar. Okay, Leute, damit können wir jetzt endlich nach Hause gehen. Also ich habe jetzt, ja, ich will mich nicht mehr schlagen. Ich hau jetzt lieber ab. Ne, damit gehen wir weg. Ausgabe wird aufmachen. Ah, ne, der geht nicht auf. Leute, ich will dieses tolle Geld nicht wegschmeißen. Hier. Nimm das. Aber immer noch besser als sterben, ne? Aber es interessiert dich nicht. Die wollen mich tot sehen, glaube ich. Genauso wie er hier. Jetzt lass den noch mal in Ruhe. Komischerweise, wenn die sich schlagen, die können sich stundenlang schlagen, ne? Aber wenn die mich schlagen, ich kipp dann irgendwann um. So wie jetzt, Leute. Ich bin tot. Das kann passieren. Aber, Leute, wir haben immerhin, ja, 7 Minuten überlebt. Ich meine, Leute, das war schon mal besser. Aber... Das war's so wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mein kleines Valentinstag-Special. Nee, Leute, aber wir können mir auch nochmal schreiben, da es ja gerade Valentinstag ist, ob ihr eurer Freundin oder eurem Freund irgendwas geschenkt habt, wenn ja, was. Und wie ihr Valentinstag so seht. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es einfach nur Kommerz. Man schenkt einfach seinen Partner, beziehungsweise seiner Freundin oder seinem Freund halt ein Geschenk und dadurch kurbelt man halt die Wirtschaft wieder an und alle. Ja, also ich sehe da nicht viel Zweck dahinter. Also ich finde... Ja, ich weiß nicht, aber ich halte nicht so viel vom Valentinstag. Aber es ist natürlich auch wieder Ansichtssache. So eine schöne Blume kann man seiner Freundin schon schenken. Also habe ich jedenfalls schon mal gemacht. Naja, oder ansonsten war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ihr öfter sowas sehen wollt, ne, einfach in die Kommentare schreiben. Und ansonsten, ja, war es auch nochmal. Und apropos, wir haben ja am Ende nochmal so einen schönen Batzen Geld gehabt. Und da fällt mir gerade ein, Leute, morgen werde ich ein Video veröffentlichen, das mal ein bisschen anders ist. Und zwar werde ich da eine App vorstellen, auf die ich letztens gestoßen bin. Eine ziemlich coole App. Und die Entwickler haben mich dann angeschrieben... Und wir haben ein kleines Gewinnspiel vorbereitet für euch, ne? Finde ich total cool von denen. Und ihr werdet dann morgen, wenn ihr das Video seht, ihr müsst es sehen, Leute. Das ist von einer App, wenn ihr Android habt, ladet die App runter und nimmt am Gewinnspiel teil, weil da könnt ihr nämlich 500 Euro gewinnen. Ne? Also ist ziemlich cool. Deswegen, Leute, nehmt da alle dran teil und erzählt auch euren Freunden davon, damit sie da mitmachen. Weil das finde ich einfach total cool, so ein Gewinnspiel für euch. Und ja, Leute, das war's dann auch wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten, wir sehen uns morgen. Und dann mach's gut und bis zum nächsten Mal.